Du sollst nicht Rage quitten. Die PlayStation-Gebote sind uns eigentlich ja heilig, aber heute stellen wir sie auf den Kopf. Warum Rage Quits sogar gut für uns sind und Aggressionen uns besser machen, darum geht es jetzt. Wir kennen sie, ihr kennt sie. Diese Bosse und Missionen, die uns einfach zur Verzweiflung bringen. Egal ob Cuphead, Demon's Souls, Hollow Knight, God of War, Control, Celeste oder Undertale? Games können uns ganz schön zur Weißglut bringen. Das gilt für unsere Buddies auf der Couch oder online natürlich genauso. Wie viele TV-Geräte wegen FIFA oder Call of Duty schon kaputt gegangen sind, wie viele Controller in solchen Momenten schon unfreiwillig den Flugschein gemacht haben, daran wollen wir lieber gar nicht denken. Auch wenn sie eigentlich ein No-Go sind, Rage Quits kennen wir alle. Nicht erst seit dem Unreal Tournament Video damals. Es sind diese Momente, in denen man mit dem Zittern in unseren Händen einen Kleinstaat mit Strom versorgen könnte. Wenn wir mehr Ringe als Augen haben und diese auch noch unterlaufen sind und rot geschwollen und die Halsschlagader pocht wie eine Dampflok auf Speed. Dieses bekackte Spiel ist sowieso für ein Nö, macht mir keinen Spaß mehr. Ciao. Seid mal ehrlich, haben wir sowas nicht alle schon mal abgelassen? Mit den hörbaren Ausrufezeichen und 1.11 hinter den Sätzen? Eben. Aber sollen wir euch mal was verraten? Es war gut so. Denn was ist danach passiert? Nach einem Monate oder zumindest minutenlangen inneren Exil seid ihr zurück vor die Konsole gepilgert. Habt euch gerade hingesetzt, den Schweiß von den Handflächen gewischt und ihr habt es von vorne versucht. Maximale Konzentration. Komplett im Flow. DualSense oder DualShock und Hände als eine Einheit. Keine Idee, wo der Controller anfängt und der Körper aufhört. Ihr seid noch mehr im Tunnel als El Chapo auf der Flucht vor der DEA. Und auf einmal der Boss oder die Missionen, die vorher einfach unmöglich schienen, funktionieren plötzlich aus dem Stand. Easy. Hat dir irgendjemand die Schwierigkeit runtergedreht? War doch viel zu einfach. Ein befriedigenderes Gefühl gibt es nicht. Eigentlich habt ihr es ja einmal gewusst. Und auch mal gekonnt. Direkt mal ein paar Leute in den Kommentaren eines Boss-Videos daran erinnern, wie unfassbar leicht dieser Showdown in Wirklichkeit ist. Okay, das letzte sollten wir uns alle schenken, solange es nicht wirklich hilfreich ist. Wirklich hilfreich können Rage Quits aber psychologisch gesehen tatsächlich sein. Dass Games gut für uns sind, wisst ihr ja längst. Argumentationsmunition wie immer in der Box oben rechts. Und dazu gehören auch Rage Quits. Denn manchmal ist es nicht nur nicht falsch, sondern sogar komplett richtig, sich triggern zu lassen. Solange das Maß stimmt. Sobald der erste Ärger verraucht ist, konzentrieren wir uns nämlich wieder wirklich auf uns selbst. Der Fokus stimmt wieder und wir sind voll da. Ein bisschen Abstand ist eben manchmal einfach wichtig. Das wissen wir mittlerweile wohl alle. Aber im Ernst, überlegt doch mal, wie war es, als ihr ein Instrument oder eine fremde Sprache gelernt habt? Was an einem Tag einfach unmöglich schien und euch um den Verstand gebracht hat, konntet ihr nach einer Nacht drüber schlafen aus dem FF. Und fast so, als hättet ihr nie was anderes gemacht. Es ist also absolut kein Zufall, dass sich Geralt in The Witcher 3 durch Meditation heilt oder eure ganze Energie nach einmal schlafen in Red Dead 2 wieder auffüllt. Das Power in Powernap hat schon seinen Sinn. Und auch die Energie aus einem Rage Quit kann man nutzen, wenn man sie richtig umwandelt. Nochmal ganz klar, wer Controller durch die Luft schießt wie Silvesterraketen oder der Party das Trommelfell kaputt brüllt, ist kein Held. Im Gegenteil, der braucht wahrscheinlich mal eine ordentliche Portion Journey oder Absu, um runterzukommen. Yeah, shut your mouth, mister. Aber wer seinen großen Zorn unter Kontrolle bekommt, der bekommt dadurch auch große Macht. Und das mit der Verantwortung könnt ihr euch jetzt selbst dazu denken. Das Ganze beschränkt sich aber natürlich nicht auf Games. Jeder von uns hat sich damals als Level 1 Mensch durch Schreien Aufmerksamkeit verschafft. Deshalb sind unsere Hirne immer noch darauf konditioniert, dass alles besser wird, wenn wir nur laut genug rumkrakehlen. Das musste man sich damals mühsam abtrainieren und so ist es heute mit den übermäßigen Ausrastern immer noch. Keine Frage, Emotionen sind okay. Sie sind sogar richtig gut und wichtig. Viele unserer Lieblingsmomente in Games haben uns zum Lachen oder zum Weinen, zum Fluchen und zum Aufgeben gebracht. Aber dabei sind wir eben nicht stehen geblieben. Wir haben weitergemacht und uns dabei auch selbst weiterentwickelt. So sehr, dass wir jetzt eben nicht bei jedem frustrierenden Boss einfach alles immer wieder auf die gleiche Art versuchen. Was das bedeuten würde, wissen wir ja alle spätestens, seit wir diesen freundlichen jungen Mann kennenlernen durften. Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Psychologen haben herausgefunden, dass uns Aggressionen dazu bringen, dass wir unsere Risikobereitschaft erhöhen. Wenn der Fume Knight uns also zum 12. Mal die Lampen ausknipst, gehen wir beim nächsten Versuch nicht bedachter vor, sondern noch viel wilder frontal drauf. Was natürlich zu nichts anderem führt als
Deshalb ist es gut, einmal so richtig Dampf abzulassen, um dann eben wirklich wortwörtlich mit kühlem Kopf einen neuen Versuch zu starten. Das heißt jetzt nicht, dass ihr gleich alle inneren Eskalationsstufen skippen sollt, wenn mal in einem Game nicht alles beim First Try funktioniert. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist der totale Zen eben auch nicht immer der einzig gute Berater. Dein Zorn, er überwältigt dich. Nur immer daran denken, auch Kratos Spartan Rage dauert nicht ewig. Einmal ordentlich aufräumen und dann wieder auf Coolness switchen. Nur nicht gleich wieder so cool, dass ihr eurem kleinen Sohn eure Gefühle nicht zeigen könnt. Diese Balance ist außerdem etwas, das auch gutes Game Design ausmacht. Und gute Erziehung. Jedes Mal belohnt werden und sich den Bauch mit Süßigkeiten vollstopfen, fühlt sich nur am Anfang gut an. Aber abwechselnde und wachsende Herausforderungen und Belohnungen sind das, womit wir wirklich gut lernen und wodurch Spiele erst so richtig Spaß bringen. Kein Stress ist schnell langweilig, zu viel Stress ist frustrierend und ungesund. Die perfekte Balance bleibt also etwas, das Game Designer suchen. Und wir mit dem Controller in der Hand genauso. Im Zweifelsfall also einmal kurz Dampf ablassen, aufstehen, Konsole und Hirn in den Ruhemodus und dann mit genug Sicherheitsabstand von vorne anfangen. Ihr packt das. Wir glauben an euch. Ihr seid dran, Insider. Was hat euch zuletzt so richtig auf die PlayStation-Palme gebracht? Und wie seid ihr da wieder runtergekommen? Balancierte Kommentare, go! Abo und Glocke hinterher und dann sehen wir uns schon im nächsten Video.